Hi, und auch heute lege ich für dich die Karten. Stimme dich voll und ganz da drauf ein. Oh mein Gott. Wahnsinn. Ja, neuer Umschwung. Der Merkur ist wieder direktläufig. Ah, nimmt das an der Fahrt an. So, warum geht es denn hier? Ich habe dir die Tarotkarten mitgebracht. Und das ist doch unglaublich, wie sie mit mir sprechen. Hast du das gesehen? Also die fallen mir regelrecht aus der Hand. Also das ist so Wahnsinn, ja? Also, du sollst auch wirklich heute hier auch hineinspüren, ja? Wir spüren ja jeden Tag hinein, denn ich kann euch nicht alle auf einen Tag beraten, aber das wird für den einen oder den anderen mit Sicherheit passend sein. Und es ist ein ganzer Stapel gekommen. Ich glaub's nicht. Boah, das wird eine Mega-Legung. Ja, Wahnsinn. Also es geht hier, wie du siehst, um Wunscherfüllung. Das ist ein einflussreicher jemand. Also König der Münzen. Das ist jemand, der so seine Wünsche, seine Ziele manifestieren kann. So. Wir legen die Karten aus, wir nehmen die 9. Also es wird eine große, große Legung hier. Ja. Wird eine große, große, große Legung sein. So. So. Ja. Es wird eine große Legung sein. Eine große Legung wird es sein. Eine große Legung. So. 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 So, wir schauen jetzt mal, was die Karten jetzt hier generell auch sagen, ja. Wir schauen jetzt, was die Karten generell sagen für dich. Ja, also ich habe jetzt ein großes, also das ist ein Wahnsinns-Mega. Da seid ihr ja gar nicht mehr gewöhnt von mir, ne? So eine Mega-Legung. Ach, wo? Also ihr könnt ja immer bei dem Livestream dabei sein. Ich freue mich da immer besonders darauf, immer mittwochs abends. Denn da sind wir auch so ganz real miteinander verbunden und das ist einfach mega, das ist einfach schön. Schau mal, wie schön die Karten sind. Oh, wir haben auch eine Überschrift. Also es sind 4 Karten übrig geblieben und das lege ich jetzt hier noch aus. Also die 7 Münzen symbolisieren noch den Fleiß, also dass du noch fleißig sein sollst und auf jeden Fall in der ruhige Gewässer soll das Ganze gehen. Also in der ruhige Gewässer, aber dafür musst du also für dich selber einstehen. Sollst du dich auf jeden Fall zurückziehen und auf jeden Fall dich auf sich selber besinnen und für dich einziehen. Also für dich eingestehen, für deine eigene Sache. So, das ist jetzt mal die Überschrift. Ja, aber wir wollen ja jetzt mal den Herzensmann schauen. Der Herzensmann ist ganz spontan. So nehme ich den wahr, so leicht und spontan. Gefühle hat er also auf jeden Fall für dich. Also die 9 Kelche symbolisieren ganz viel Gefühl. Ich sehe auch hier, dass das auch hier der Welt steht ihm zu Füßen. Also er könnte das auch dir zeigen, weil die Gefühle sind ja da. Aber ich habe das Gefühl, dass er erstmal sich ausruht momentan, dass er in sich, innerlich in sich hineinspürt. Und was sehe ich hier? Ich sehe hier auf jeden Fall, dass es jemand leidenschaftlich ist, ja.
Also auf jeden Fall will der etwas mit dir klären, die Klärungskarte. Und es zeigt sich auch auf jeden Fall, zeigt sich hier, ja, dass er, ja, also nochmal eine Chance hat, dass das Ganze sich entwickeln kann. Also der Bube ist aber auch so langsam. Es braucht nur so ein bisschen Zeit. Also ich sehe hier in seinem Leben, dass da irgendwie etwas zusammengebrochen ist und er sieht dann nicht die Chance. Er sieht nicht die Chance. Der ist hier total aufgewühlt. Der sieht nur den Mangel, was er jetzt in seinem Leben hat. Und was sehe ich denn hier? Also ich sehe hier schon, dass er das mit sich selber klären muss. Also er soll sich das mit sich selber klären. Er soll wirklich Innenschau halten. Dann bewegt sich das Ganze nach vorne. Und ich sehe schon, dann kann er sein ganzes Gefühl entfalten. Er kann dir das auch zeigen. Der kann auch in seine Kraft sein, mutig sein, in seine Kraft sein. Auf jeden Fall geht es darum, dass hier auf jeden Fall, ja, diesen inneren Konflikt beheben sollte. Das hat was mit der Vergangenheit zu tun. Die sechs Kelche symbolisieren hier für mich das vergangene Leben, ja? Und wenn dich das interessiert und auch wissen willst, was jetzt auch in eurem vergangenen Leben war oder was euch verbunden hat, also ist auch jetzt ein Monatsangebot da drin. Ich glaube, die Rückführung in einem Kurzformat, also da kannst du auch gerne daran teilnehmen. Ja, also wir gehen nur in der vergangenen Inkarnation hinein. Es geht auch darum, dass er sich so wie der Gehängte fühlt. Also das heißt, es ist ihm schon bewusst, aber er kann noch nicht entscheiden. Also er kann noch nicht der nächste Schritt in deine Richtung wagen. Also es funktioniert irgendwie noch nicht, ja. Also er muss hier noch Themen aufklären, weil da ist wirklich, wie du siehst, ist hier der Turm gefallen. Wie geht's denn weiter generell mit euch zwei? Also es geht hier generell mit euch zwei weiter. Also die Chancen sind gut, die Chancen sind da. Also es muss etwas Altgelaufenes so wirklich zu Ende gehen. Und also es geht auch ein Stück weit darum, dass hier auf jeden Fall die Vereinigung, das Gericht ist jetzt hier schon sehr präsent und es gibt einen Sieger oder er wird der Sieger sein, wenn er seine Ängste überwinden kann. Also seine Ängste, die aus seinem Unterbewusstsein hochkommen, dafür soll er sich ja auch zurücknehmen, Innenschau betreiben, in sich reinspüren, selber fühlen, dann hat das Ganze auch wirklich Potenzial. Ich sehe hier auf jeden Fall, der Hohepriester symbolisiert für mich immer die göttliche Fügung auch, ja. Also das ist, Hohepriester ist immer eine tolle Karte. Also der Universum unterstützt ihn sogar noch dabei. Es gibt wirklich einen Grund zu feiern, so nehme ich das wahr. Also es gibt wirklich einen Grund zu feiern. Und wenn er leidenschaftlich weitergeht, also die Hohepriesterin könntest du hier sein. Und es geht auch darum, wenn er leidenschaftlich auf dich zugeht, also ist auch eine Zuverlässigkeit, ist auch da. Nur, wie gesagt, also es ist wirklich wichtig, dass man auch Verantwortung übernehmen kann. Ja? Ich sehe momentan, sind ihm wirklich die Hände gebunden, er fühlt sich gefangen und er hat ein schlechtes Gefühl, vielleicht auch schlechtes Gewissen, schlechte Träume. Und es zeigt sich hier, wie gesagt, auch das Gefühl, die Chance, aber er soll aus diesem Festhalten, aus diesem Mangeln austreten und sollte das wirklich abwägen, in welche Richtung das auch mit euch gehen kann. So, du bist die Hohepriesterin, du hast die Chance hier was zu manifestieren, etwas wirklich, du wird dir von der geistigen Welt etwas gegeben. Ich sehe hier, also die Wiedervereinigung kommt in Schwung und mit Leidenschaft. Ja, es kommt mit Schwung und es kommt wirklich in Leidenschaft. Er ist da wirklich gefallen. Also er soll wirklich an sich selber arbeiten. Er kann sich das auch wirklich manifestieren. Denn
Also sonst ist hier wirklich Game Over mit dem Turm mit durch 2. Ja, er muss jetzt schon mal langsam in der Pötte kommen, ne? Ich hoffe, das hat dir gefallen, du hast dich wiedergefunden, wenn das der Fall war. Lass mir ein Like da, ein Abo da, einen Kommentar. Ich freue mich sehr, ich sage herzlichen Dank und bis ganz bald. Tschüss.